Und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Tales of Berseria. Heute haben wir gejagt, beziehungsweise ein hochrangiges Monster gejagt. Und wir dürfen uns tatsächlich nicht so ablenken lassen, wie es aussieht. Denn wir werden regelmäßig zurückgeschickt mit dem Dings von wegen, ja, hier ist euer Ziel. Jedes Mal, wenn ich mich ablenken lasse. Na ja, gut. Ah, es reicht. Perfekt. ちょっとかわいそうだなって分かります。このウリバーたちも家族だったのかもしれません。残酷ですね。人間も。そうね。そんな感じ忘れてた。けど仕方のないことよ。生きるためには食べなきゃならないんだから。仕方ないことじゃな。確かに。 Ja, was bleibt uns in dieser Situation? ダッシュで戻るわよ、ロフィ。買い物をして、狩りをして、友達と笑って。ベルベットはこんな風に暮らしてたんだね。はい。私も昔を思い出します。でも、エレノアの村はゴーマに。あ、ごめん。いいんです。家族と過ごした幸せは 今も大切な思い出なんです。それに家族を失った後にも嬉しいことはちゃんとあったんですよ。お腹いっぱいご飯を食べたり、新しい友達ができたり、そして恋をしたり。そう、恋よ。恋？あ？何を言わせるんですか、ビエフ。照れなくてもいいんです。普通の女の子の幸せ第一位は初恋の思い出なんですから。 多分ベルベットにも思いを寄せた男子がいたんじゃないですかね。初恋の思い出。ベルベットにも。そういう言い方はやめてください、ビエフ。はっきり言っておじさん臭いですよ。150歳なのにおじさん扱いされたでふ。150。 Wow. ベルベットの初恋の相手には会ってみたい気もしますね。僕は別に。あ、ラブユー。süß. Ja, hat da wohl Probleme mit. Schiputzig. Ja, da ist wohl jemand in Velvet leicht verliebt. Naja, sie hat ihm das Leben gerettet. Also, ein Wunder, würde ich da mal sagen, ne? Aber es ist trotzdem süß. Also, ich finde es übelst putzig, dass er halt so besitzergreifend sie betreffend ist. Aber er ist doch eigentlich noch voll jung, oder nicht? Also vergleichsweise, er ist doch nicht älter als 15, würde ich mal schätzen. Sieht aus, als wäre es deine Jagd erfolgreich gewesen. Du warst schon immer die Beste im Stachelschweinenjagen. Ja, das war sie wohl. Es war einmal vor sehr langer Zeit. Wir sollten eine Willkommensfeier für dich abhalten. Das ganze Dorf kann mitfeiern. Das ist eine nette Idee, aber nur nicht zu schüchtern. Wir hatten alle Spaß daran. Wenn du deinen Teil dazu beitragen willst, kannst du ja eine Kleinigkeit zu essen machen. Meinetwegen auch eine große Kleinigkeit. Ja, ich kann nicht garantieren, dass es auch schmeckt. Ja, sie kann ja nichts mehr schmecken, das ist ja das Problem. Sie kann ja nicht mal abschmecken, das ist halt auch so doof. Wenn du leidenschaftlich kochen kannst und du verlierst auf Ei von einem Tag auf den nächsten deinen Geschmackssinn. Boah.
Naja, Baby, du bist mit deinem dunkelhaarigen Mann und einem Typen mit schwarzem Mantel hier angekommen. Welcher von beiden ist denn der Glückliche? Was ist es nicht? Ganz und gar nicht. Die glauben alle, die hat ihren Ehemann, zukünftigen Ehemann mitgebracht. Huch, hallo. Hab die Neuigkeiten über deinen Bruder gehört, das freut mich für dich. Also, wie lautet nun dein Plan? Der Vogel ist. No! Was für eine Freundin. Was hat er da in der Wange? Micha. Sie schmeckt was? What the fuck? Ja, ich wusste es.
Geht's dir, Micha? Alles gut? Ja. Das muss ihr übel schwer fallen. Das freut mich. Hey, wir haben Sachen für Eisen gefunden. Schade, dass er gerade nicht da ist. Sonst könnten wir das ihm schicken. Ihm anziehen. Müssen wir hin? Hier durch den Ruhrwald zum Schreinenkap. Okay. Oh, Entschuldigung. Mein Desktop hatte sich gemutet. ラフィーを言い訳にしようとした。けど、忘れていいはずがない。あの子は死んだんだから。理由もわからず殺されたんだから。許せない。絶対に許さない。どけ。さもないと。 また食い殺す。なんでよ。なんであんた。そう。それが本当よ。 Die Wahrheit. Ich wusste, irgendwas stimmt hier nicht. Gut, okay, Träume. Ich hatte halt mit Illusionen an sich gerechnet. Träume manipulieren. Das ist halt schon noch so eine andere. Ich wusste ja, dass es nicht real sein kann, aber es wäre so schön gewesen. Es wäre so schön gewesen für sie. Bäm. Dead. A big surprise. Kotio! Hokura wa mori wo nuketa saki! Oi! Nani ga dou natte iru? Es ist eine Falle. Falle. Die super, mega, hyper, krass. Euer Titel: Meister des K.O. Ich kann nicht!
Warte mal. Oh. Ja, komm schon. Los! Los! Bäm! Ich brauche mal eben schnell ein bisschen Heilung. Traube! Traube heilt übelst gut. Micha, was hast du heute vor? Irgendwas Lustiges? Ich wollte gucken, ob da die Möglichkeit ist. Nee. Warte. Für die andere Seite. Wir müssen da runter eh, wegen dem. In dem hier. Sind wir da eh mal rüber. Und jetzt haben wir sofort diese Sachen hier. Ah. Und hier ist sogar eine Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Jetzt können wir das hier auch locker flockig mitnehmen. Sehr gut. Aber es ist echt fies. Also, persönliche Meinung, das ist echt ein fieser Artus. Verdammt. Warum hast du nicht heute Nacht, wenn du wusstest, dass du heute spielen willst? Ich habe früher, wo ich noch eine schlechte Leitung hatte, immer nachts runtergeladen. Theoretisch könnten wir da jetzt runterspringen. Oha. Der hat sich tatsächlich einfach weggedreht. Glaub's ja nicht. Nice.
Nikos Hunde wurden zu dem Tyrion. Okay. Aber die haben jetzt gar keine Angst mehr. Objekte. Warte mal, wir müssen mal hier Miss, Dings hier heilen. Na, wie können sie nicht heilen? So, wir brauchen einmal... Danke. War gerade im Laufen. War jetzt gerade ein bisschen blöd. Na, warum auch immer ich den Bonus jetzt gerade gekriegt habe für den Stun. Ich den eigentlich gar nicht ausgeführt habe. Aua, aua. Komm. Aua, aua. Das war knapp. Danke. Dieser blöde Wolf. Dieser blöde Wolf. Sie braucht einen Pfirsich-Dings. Warum hat das nicht funktioniert? Ich dachte, das hat funktioniert. Hä? Ihr habt gesehen, dass ich sie ausgewählt habe, oder? Naja, jetzt ist es gleich eh vorbei. Nice. けど、一緒に来てもらうわよ。ウィルベット。いいのよ。私はこの子たちのご主人を殺した仇なんだから。けど、今はダメなの。私が仇を打ったら好きなだけ食べていいから。だから力を貸して。
No. Werden sie so süß? じゅつも解けたようじゃな。古文書も消えちゃった。古文書って？最後まで書いてあるカノヌシの古文書だよ。ベルベットの家にあったんだ。アルトリウスの本。本物が残っているかもしれません。ベルベットの家に戻ってみましょう。 Jetzt sehen wir das richtige Dorf. Stört. Kaputt. Krasse Illusion, das ist wahr. ここまでの現実を操る奴がいるのか。多分、俺の死神の呪いと同系統の特殊な力を持った精霊を刺激しているんだろう。こんな悪趣味な罠を仕掛けるのはおそらく奴だ。だが、おかげで神主の手がかりが手に入るかもしれん。ライフセット。 カノヌシの古文書を見つけたんだよな。うん、ベルベットの家で。よし、ベルベットの家へ急ぐぞ。 Jetzt gucken wir erstmal ganz kurz nochmal hier lang. Jetzt wäre wird ja reingefallen gewesen. Hier ist das, hier hat das Unglück seinen Lauf genommen. Hier hat alles begonnen. Hier ist Luffy gestorben. Das ist so sad. Das ist aber ein Bossmonster. Direkt da ist, wo wir den Tyrion getötet haben. Aber sie ist schon sehr... naja. Die opfert sich gerne, habe ich so das Gefühl. Weil ich meine, sie hat ja den Hunden angeboten, dass sie die... dass sie sich an ihr rächen können, wenn ihr... ihre Mission zu Ende ist. Aber ich finde es halt auch schon ziemlich sad. Man hat halt die wahre Velvet gesehen, wie sie eigentlich wäre. Und sie hat das eigentlich nur rausgefunden, weil sie plötzlich wieder geschmeckt hat. Weil sie weiß, dass sie eigentlich nur Blut schmeckt. Wenn Luffy nicht... Wenn Vieh, Entschuldigung. Wenn Vieh nicht gewesen wäre und hätte den Pudding an seiner Wange gehabt, dann hätte sie es nicht rausgefunden. Das heißt, Vieh hat... wird gerettet. Vor einer Illusion. Ja. Es hat eigentlich auch einen positiven Effekt. Sie hat einen glücklichen Tag gehabt. Noch schlimmer ist es halt trotzdem, dass sie jetzt wieder in ihr Leben zurückkehrt. Wo alles wieder einen Sinn ergibt und wo halt alles wieder schlecht ist, sozusagen. Oh, aua. Das hat ganz schön reingehauen. Geil, er rennt halt wieder da rein, ne?
Hat ganz schön weh getan gerade. Magie hat es zerfetzt. Thank you, no! Würdest du mal aufhören, dich die ganze Zeit zu schützen? Du bist schön. Na los, stirb! Es. Uff. So, das war's auch schon wieder mit der Folge. Bis zur nächsten Folge, Tschüssi. Danny, was ist los? Alles okay? Oh, gute Besserung. Bei mir ist alles supi. Danke der Nachfrage. So. Nächste Folge fangen wir jetzt einfach auch gleich an. Und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Tales of Berseria. Wir sind jetzt desillusioniert worden. Kann man eigentlich sagen. Wir wussten ja von Anfang an, dass es sich nicht um die Wirklichkeit handeln kann. Und deswegen sind wir jetzt klar und unverblümt. Das ist so sad. Ja, eine Sunwar, die kommt auch ab und zu mal her. Die liebe Knuddelmaus. Stille. Hier ist niemand. Natürlich ist hier niemand. Das
Dorf ist ausgerottet worden. Oh. Wir gehen nochmal hoch. Finden wir oben noch eine Kleinigkeit. Ja, natürlich bist du eine Knuddelmaus. Ah. Knuddeling. So. Hier musst du sein. Prüfen. Ist leer. Das überrascht mich nicht. ちゃんと見せてたら気にしなくていいわ。どうせグリモワールでないと読めないし夢だったのよ。おお、難しそうな本がたくさんあるな。手書きの地図。ほう、未完成だがなかなかの精度。すごいね。弟が書いたのよ。あの子は毎日 熱が出て本を読めない時もずっとその地図を見つめてた。ライフセットは世界を旅したかったんだね。ええ、それがあの子の夢だった。なんでわざわざ危ないことをしたがるのかわからなかったけど、今私があの子の夢を叶えている。 Ach ja. Jetzt ist sie wieder sad. Ah. ベルベットの部屋ですよね。編み物できるんですか？覚えようとしてたのに。ニコがキッシュのお返しに教えてくれるって。ベルベット。もう必要ないものよ。私には。No. Anders kann ich das nicht sagen. お姉ちゃんと生まれる前に殺された甥っ子の。バレちゃってるね。お花備えようよ。いい。意味のないことよ。たっけんだな。食すならまだしも、追悼のために何の関係もない花を倒って捧げるとは。 生贄ですらない。無駄を通り越した残虐な行為。待ってしんびな。ベルキオル。相変わらずじゃの。夢の霧はあんたの仕業ね。よくもあの術から脱した。その覚悟。食うまで無ければ我が後継者にしたいところだ。わざわざ褒めに来たの？そうだ。 この書を回収するついでにな。ありえ。それはドクノフだ。これは我が友アルトリウスの死でもある先代筆頭タイマシが纏めたもの。身を捨てて世を憂えた高潔な魂が残した希望だ。汚れた傲慢が触れて良いものではない。てめえの許可なんか要るかよ。 What the fuck? Student für einer. まさか。焦らずとも間もなく知ることになる。我らが希望、草花のごとく穏やかで美しい秩序の完成をな。そ、Hölle. Geht bei dem ab. Danke, Psy, für den Resub. Vielen lieben Dank. Auch wenn keine Notification kommt, aber das ist an Singleplayer-Tagen nun mal so. Aber vielen lieben Dank. Danke.
Hä? Noch eins? Stimmt. Stimmt ja. Daran habe, das habe ich ganz vergessen, dass es diese Abschrift gab. Aber sie hat es auch vergessen. Ah, die was Gutes hinterlassen. Sehr Gutes hinterlassen. Ich glaube, Magilu weiß mehr, als sie eigentlich sagt. Ich glaube halt wirklich, dass sie mehr weiß, als sie sagt. Das ist sad. Ich kann nicht anders sagen, als es ist sad. Es ist nun mal verdammt sad. Oh, das, sowas nimmt mich immer mit. Ja. Ja, ich glaube, sie ist... sie hat diese Sache sofort gemerkt. Also sie hat sofort gemerkt, dass das hier nicht das ist, was es scheint. Das hat sie halt sofort gewusst. Und das hat sie nicht gewusst, weil sie... Was weiß ich... das hat sie gewusst, weil sie halt doch sehr fähig ist mit dem, was sie tut. Und sie tut halt nur manchmal so, als wäre sie halt unfähig, um ihr wahres Potenzial halt zu verschleiern. Und das ist halt schon ziemlich interessant, weil ich finde... Ja. うん。ゴーマだと思う。だけど変だよね。清涼がゴーマを使うなんて。クーマという可能性はありませんか。メディサやモアナの霊もありますし、それはないはず。結界まで張って、地脈点につなぎ止めておきたいのがクーマよ。地脈点から剥がして連れ歩いたら、カノノシに汚れを送ることができなくなる。そうですよね。そもそも、ここにはオルトロスがいたわけですし。 Ich glaube, ich habe eine Theorie, was Magilu angeht. Ja, ich weiß, meine Theorien sind ganz furchtbar schlecht, aber es macht ja nichts. Meine Theorie, was Magilu angeht, ist folgende. Und zwar, sie war einmal... eine Beschwörerin von Malakai. Die gab es ja auch schon vorher, bevor die ganze Erleuchtungsgeschichte da war. Ja, wir machen mal eben schnell das hier noch nebenher. Und ich glaube, dass sie, wie gesagt, schon vor der Geschichte das alles konnte. Und dass sie ihn eigentlich aufhalten wollte. Und dass es ihr eigentlich gelegen kommt, dass sie jetzt sozusagen mit ihr zusammenarbeiten kann. Ich meine, welche Motivation hätte sie sonst, sich in Gefahr zu begeben? Ich glaube auch, sie ist älter, als sie aussieht. Also ich glaube nicht, dass sie... Also sie sieht ja so um die... 20 aus. Ich glaube, sie hatte irgendwas gesagt von 21 oder so. Und, ich glaube einfach, dass sie aber viel älter ist, als sie aussieht. Also ich glaube, dass sie vielleicht statt 21, 121 ist oder so.
Also ich glaube, sie ist schon viel, viel älter, als sie aussieht. Und sie ist halt auch sehr magisch begabt. Also sie ist sehr, ja. Wie gesagt, ich glaube, hinter ihr steckt mehr, als man eigentlich denkt. Ich weiß es nicht, Sunny. Nun okay, das hier ist ein Spiel für Fighting und so. Also ich weiß nicht, ob die Partikel so gut sind. Aber ich finde sie hier ziemlich cool mit ihrem Arm. Weil sie ja ihren Arm transferieren kann in dämonisch. Was ich ziemlich cool finde. Mit dem Dämonenarm kann sie ja andere Dämonen auffressen. Das Negative an der ganzen Geschichte ist, sie kann halt nur genug Blut schmecken. Auf jeden Fall. Du müsstest sie mal in ihrer Dorfkluft am Anfang sehen. Da war sie richtig knuddelig. Also war sie halt so unschuldig und süß. Jetzt ist sie halt eine Kämpferin. Warte mal, ich kann ihr das sogar anziehen. Moment kurz, ich zeig dir das mal eben schnell. Mode. Hier, warte mal. Dorfbewohnerstil, Dorfbewohnerkleidung. Also so sah sie ja am Anfang aus. Also ohne die Spitzenohren. Die Spitzenohren sind jetzt von mir dazugefügt, aber... Ach, Quatsch! Nur weil ich sie sympathisch finde, heißt das nicht, dass wir irgendwelche Ähnlichkeiten haben. Eleanor, 一つ聞きたいことがある。 Jetzt wird's interessant. 俺たちの作戦を清涼に流したか。そんなことしてないよ、エレノアは。だが、メルキオルは前もって現実を仕掛けていた。それをどう説明する？私は自分で真実を見極めるまで、あなたたちに協力すると約束しました。今更卑怯な真似はしません。やましい人間はみんなそう言うんじゃよな。 Oh, Maggie. Ja, genau. Maggie ist die Einzige. Moiwa. Eleanor hat Informationen gesendet, dann Titania wird von Titania angegriffen. Ja, stimmt. Der Kuma will Kuma zurückholen. Aber der Feind hat uns gewartet. Wer Kuma sammelt, hat schon den Kuma erkannt. Der Kuma ist schon bereit. Der Kuma ist schon bereit. Der Kuma ist 当然罠を張ってる。そういう覚悟か。分かった。信じてくれるのですね。違うわ。西洋は何をたくらもうが突破するって言って。Nein, ich vertraue dir nicht. Wir sind keine Freunde. Sie sind so putzig. Nein, ihr seid keine Freunde. Natürlich nicht. Ihr streitet euch nur wie Freunde. Ihr verhaltet euch wie Freunde. Nein, ihr seid keine Freunde. Hanni, wusstest du eigentlich, dass morgen Feiertag ist? Ich habe das voll verschwitzt. Ja.
No. Elenor, Seriuniwa, Goma wa yatsuru jutsu ga sonzai suru no ka? Ie, sonna jutsu wa kiita koto mo arimasen. Somo somo, Goma wa yatsureru nara, Kanonushi wo fukkatsu saseru hitsuyou wa nai deshou? Sono tori da na. Da ga Melchior ga ayatsutte ta no wa jijitsu da. Ano jii-san wa donna te wo tsukatta n daro na? Seirei wo shieki suru no to wa jigatte no? 制約や霊力で動かしておるのではないのじゃ。心を支配するとでも言えばよいかの。心を支配するだと。例えば相手の欲望を読み取り、目の前に幻の人参をぶら下げて走らせるようなものじゃよ。ゴーマを直接操るんじゃなくて、現実を使って心を制御するってこと？ もっともこれは精神にただならぬ負担を強いる。心が壊れてしまえばそれまでじゃ。心が壊れたらどうなるの？空っぽの器になるか、欲望にのまれて暴走するかは本人次第のフィッチフィッチフィッチじゃ。随分詳しいな。言われてみれば、なんでわしはこんなことを知っとるんじゃろう。 Ja, genau, Magilu, warum kennst du dich so gut aus? Sie hat mal wieder gezeigt, dass sie eigentlich gar nicht so dumm ist. Es ist echt blöd, dass du morgen arbeiten musst, Sunny. In Beileid. Aber kriegst du dann auch einen Feiertagszuschlag wenigstens? Oh, wie schade. Das ist echt scheiße. Oh, ich weiß nicht, in einer Welt, wo man normalerweise einen Feiertagszuschlag kriegt, wenn man feiertags arbeiten muss. I guess. Nein, leider ist es utopisch. Mina, Elenor war wirklich Spy, nein, kann ich nicht. Ich war immer mit ihr da, und wenn ich nicht gesehen habe, war Velvet in der Nähe. Und Elenor ist ein Verbündeter, der die Versprechen hält. Ich kann nicht lügen. Life-Set. Ich weiß, Life-Set. Das ist eine Sache von Elenor. 自分に嘘をついてスパイを続けてたら後ろめたさでとっくに汚れてるはずだ。リス・オンチュルリ・タ・シュース。そうだよね。僕がドラゴン化してないのが証拠なんだ。二人とも、ありがとうございます。私も、エレノアが故意に情報を流してるとは思ってないわ。だが、メルキオールのような現実使いもいる。無意識のうちに考えを読まれている可能性もすべて。ということだ。 まあそれもライフセットたちがずっとついていたなら大丈夫だろう。では次はわしの潔白をみんなで証明してくれる番じゃな。ない。それはちょっと難しいかも。なんと。じゃあまずヘラビーサで俺たちをテレサに売った時のことを正直に話してくれ。ギョギョ。 また古い話よ。お主がそんなに執念深い男じゃったとは。おっと、今頃気づいたのか。そんなことじゃスパイ失格だね。なっちゃうね。なんという嫌な証明。差別じゃよ。Ich finde es immer interessant, wenn wie sie ihren Blick ändert. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Also, jetzt auch gerade, wo sie den Therion bezogen haben. Da hat sie ja ihren Blick geändert. Und wenn sie diesen Blick drauf hat, dann ist es die wahre Magilu. Das ist dieses spaßhabende kleine Wesen, was sie jetzt gerade so ist. Das ist sie gar nicht wirklich, sondern das ist eine Maske, die sie aufgesetzt hat, damit man sie nicht direkt durchschaut, glaube ich. Oh my god.
神も怒ってたね。Und jetzt kommen wir hier in dem Affenwort an. Ihr verlasst die Stadt, oder ihr wisst schon, dass es in der umgebenden Wäldern von Dämonen so wimmelt. Juhu, meine Schwester. すみませんこのことら、食いしん坊でウリボワのミートボールおいしそうだね。すっごくおいしいんだよ。でもお姉ちゃんは前はもっとおいしかったって言うんだ。どうして？以前この先のアバルっていう村から新鮮でおいしいウリボワの肉が届いていたんです。でも3年前の降臨の日にゴーマに襲われて、村はあと1日頑張ってたらきっとアルトリウス様も間に合ったはずなのに、本当に残念です。アルトリウス、der ist ja schuld an der ganzen Sache. Liebe Fleischbärchen, die sind das leckerste, was es gibt. Du bist süß. Ja, Fleischbärchen sind super. Ich mag Fleischbärchen auch ganz gedolle. Auch wenn wir bloß mehr Freifläche zum Spielen hätten, aber vor der Stadt treiben sich Dämonen herum. Seufzt, Kinder müssen noch spielen, ziemlich blöde Zeit, um groß zu werden. Ja, wenn es sonst nichts ist, was euch irgendwie den Schlaf raubt. Ups, ich gehe falsch. Mein Orientierungssinn ist schlecht. Mein Orientierungssinn ist furchtbar. Hallo. アルトリウス様が同志になられた日を、この町の記念日にすることになったんですよ。3年前の降臨の日、精霊が世界に現れた後、アルトリウス様が最初に救ったのがこのタリエ神、ゴーマへの反撃の始まりとなったこの町を、私たちはとても誇りに思っているんです。それで同志の記念日というわけか。じゃが、アバル村の方がゆかりは深かろうに。 確かにそうかもしれませんね。アルトリウス様は救えなかったあの村のことをとても悔やんでおられました。村を滅ぼしたゴーマは退治できても、失った命は元には戻せないと。もしアルトリウス様がアバルに先に行かれてたら、滅んだのはこの町だったかもしれません。私たちはアバル村の悲劇を忘れないためにも同志を称える記念日を定めることにしたんです。 Hinsichtlich Bevölkerung und Wichtigkeit könnte Abal und Taliesin nicht weiter auseinanderliegen. Lustatarius handelte daher absolut vernünftig, als er sich entschied, lieber die vielen in der Stadt als die wenigen in jedem Dorf zu schützen. Ja, daher kam die ganze Dämonenpest doch.3ヶ月も毎日言い続けているわ。え、でもこの前は何日も霧が続いたって。いやいや、霧なんてこの街では出たことないよ。晴れが続きすぎて、干からびそうなくらいなんだから。あの霧からメルキオールの現実が始まっていたということか。そのようですね。Hätten schon seit Jahren keinen Sturm hier in Taliesin, nicht mal Nebel. Die Dämonen sind ein Problem, aber wenigstens ist das Wetter gut. Der Hirte der Menschheit Ankunft nach Taliesin hat er sich begeben mit seiner heiligen Klinge der Vernunft, ein strahlendes Licht, das leitet unser Leben. Jetzt bin ich gespannt. エレノは、お主って妙なところでスイッチが入るの。手を抜けない性分なんです。それに頑張ればマジルーちゃんとお近づきになれるかもしれないし。マジルーか。しばらく会っていないが、ローグレスで評判を取っているようだな。はい、素晴らしい踊りで。お知り合いなんですか？ああ、師匠のバルタともな。
マジルーも天才だが、バルタは100年に一人の大天才だった。だから、マジルーが無理をしすぎて壊れないか心配だよ。バルタは芸に関して妥協を知らないからな。そうなんですか。ライバルに同情しとる暇はないぞよ。台本は暗記したの？当然です。そっちこそ間を外したら承知しませんよ。言うのわしも本気が出せそうじゃ。行くぞ、笑いの扉をこじ開けに。はい、どうも毎度おなじみ、ビエン風のアルジーズじゃよー、マギンブイ。いやいや、おなじみですか。お客さんたち、まずビエン風ってなんだって顔してますけど、あとマギンプイって何の呪いですか。いやー、それにしても近頃冷え込みが厳しいの。スルーですか、無視ですか。なんじゃの、寒気があるということはお主は寒うないのか、徳の月分か。そんなわけないでしょう。確かに最近冷えてますけども。じゃろー、わしなんてあんまり寒いもんじゃから服に火をつけてしまったわい。そんな無茶な。それでもまだ寒くての、家にも火をつけたんじゃよ。家に？なんてことを。でも平気じゃよ。じゃって火をつけたのはお主の家じゃから。それは犯罪ですよ。これどうした、段取りと違う。放火は犯罪です。え、あ、はい。台本では今の下りは焼けた服を買い直して懐が寒くなったがのうで落とすはずでしたよね。そうじゃけど、ノリでアドリブを重ねてみたんじゃよ。道徳的に問題です。訂正しましょう。なんじゃの、もうただのネタに熱くなりよって。ネタで許されるなら声量はいりません。いえ、私は対魔師である前に一人の人間として反社会的な行為を助長する言動を見過ごせないのです。お主の怒りでこっちまで熱くなったわ。もういいわ。よくありません。もういいんじゃってば。よくありません。おまん、問題のあるネタを演じてしまい申し訳ありませんでした。という感じでモラルをテーマにしてみたんじゃが、どうじゃったじゃろ。久々に一言言わせてくれ。真面目か。はい、真面目か。Oh, Magilu hat was Neues gekriegt. Das war ziemlich schlicht und bieder, meint ihr nicht? Ihr werdet bei der Abtei besser aufgehoben. Geil. Ja, also. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was wir da gekriegt haben. Hutloser Stil. Aha, aha, aha. Okay, cool. Und ohne Jacke. Oh mein Gott. Okay. Alles okay, es hat keiner gesehen. Gut, das war's auch schon mit der Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.